Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Gemeinsam schauen wir uns die drei Bücher der vergangenen Woche an und ja, was ich gelesen habe und wie es mir gefallen hat. Es ist tatsächlich verrückt, dass an diesem Wochenende schon der erste Advent ist und ich finde wirklich, dass der Oktober und der November ziemlich schnell vergangen ist. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es gefühlt immer dunkel ist, dass es sehr früh abends oder nachmittags dunkel ist, dass man so den Eindruck hat, der Tag ist irgendwie viel schneller vorbei, was natürlich einfach nur eine Vorgaukelung wäre. Aber mir ist es definitiv besonders jetzt auch im November aufgefallen und gerade jetzt auch in der Woche, wo ein bisschen weihnachtlich schon dekoriert wurde und die Lichter glänzen und es wird jetzt irgendwie so ein bisschen weihnachtlich, denkt man sich ja, es ist jetzt nicht mehr lange bis Weihnachten und dann auch nicht mehr lange bis zum Jahresende und dann ist dieses Jahr tatsächlich irgendwie schon rum. Dabei war doch gerade erst Sommer. Also ja, aber dennoch freue ich mich natürlich jetzt auf die Vorweihnachtszeit. Es ist wieder hell in der Wohnung, es ist auch draußen bei vielen Leuten wunderschön dekoriert und es kommt ja dann jetzt auch der Adventskalender ab nächste Woche und auch bei einigen anderen habe ich gesehen, dass sie so in der Advents- und Weihnachtszeit was geplant haben und darauf freue ich mich natürlich auch. Ja, zu den drei Büchern, die ich gelesen habe, habe ich auch die Serie von letzter Woche sozusagen beendet, und zwar Dash und Lilly. Dazu werde ich ein bisschen was sagen, aber ich denke, wir starten jetzt erstmal wie gewohnt mit den Büchern. Das Hörbuch der Woche war der zweite Teil der Warwick-Saga von Jeffrey Archer, und zwar Klang der Hoffnung. Dann kam der erste Band von Der Orden des geheimen Baumes von Samantha Shannon. Der erste Teil ist die Magierin und sieht optisch wirklich wunderschön aus. Und dann habe ich mit Anka meinen ersten Wulf Dorn gelesen, und zwar Kalte Stille. Es wurde also auch noch ein bisschen blutig. Aber wir beginnen wie immer chronologisch mit den Büchern und somit mit dem Hörbuch. Und zwar Klang der Hoffnung von Jeffrey Archer ist der zweite Teil der Warwick-Saga. Ich muss echt sagen, ich habe lange so rumüberlegt und dachte, puh, wann hast du denn den ersten Teil gelesen? Es fühlt sich unglaublich lange an. Hatte mir aber eingebildet, dass es in diesem Jahr gewesen war. Habe dann aber nachgeschaut und festgestellt, dass es tatsächlich im September letzten Jahres war. Also wir wirklich jetzt über ein Jahr auf den zweiten Teil gewartet haben. Und ich weiß, dass sich der auch immer wieder verschoben hat. Ich glaube, ursprünglich angekündigt war er mal für März, dann glaube ich für August und jetzt tatsächlich erst gekommen ist er im November. Also ich hoffe, dass die weiteren Bände, es sind wohl 7 insgesamt geplant, dass die nicht immer über ein Jahr dauern, weil ich glaube, ja, das ist mir definitiv zu lange. Dann warte ich lieber, bis dann am Ende wirklich alle 7 da sind und höre die, ähnlich wie die Clifton-Saga, einfach in einem weg. Der Sprecher der Hörbücher ist wie gewohnt oder oftmals bei Jeffrey Archer Richard Barenberg, einer Stimme, die ich super gerne lausche. Ich finde, dass das so eine ganz tiefe und beruhigende Stimme ist, aber gleichzeitig eben so ein bisschen diese Atmosphäre, die Archer schafft, eben auch wunderbar transportiert. Also ich kann euch hier das Hörbuch auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist jetzt natürlich schwierig, was zum zweiten Band zu erzählen, deswegen hole ich vielleicht erstmal aus und erzähle so ein bisschen, wo wir im ersten Band gestartet sind. Und zwar begann die Geschichte Ende der 1970er Jahre in London. Also wir sind da doch ein bisschen in der Vergangenheit und treffen da auf William Warwick, der das so eines erfolgreichen Anwalts ist. Doch er merkt recht schnell, dass er nicht in diese Fußstapfen treten möchte. Er möchte Polizist werden und geht dann auch diesen Weg und wird dort auch relativ schnell sehr erfolgreich. Er wechselt dann, weil er auch so ein bisschen die Kunst liebt und darüber dann auch seine Freundin, Verlobte kennenlernt, wechselt er ins Dezernat der Kunstfälschung und ist dann hier bei einem sehr, sehr großen Verbrechen dabei, wo wir wirklich Banden im Grunde tatsächlich hinter so Gemäldefälschern stecken und er da an den Fällen dran ist. Gleichzeitig erleben wir eben, wie er erwachsen wird, wie er seine Freundin, verlobte Frau kennenlernt, lernen auch andere Charaktere um ihn herum kennen, unter anderem auch seine Schwester, die eben in die Fußstapfen seines Vaters oder ihres Vaters dann getreten ist und Anwältin wurde. Und das führt natürlich familiär und auch zwischen den Geschwistern doch immer ein bisschen zu Spannungen. Und es ist
die Lebensgeschichte von William Warwick. Wir haben verschiedenste Zeitabläufe, so ein bisschen so 5-6 Jahre hätte ich jetzt so mir gedacht, dass das jetzt im Buch der Fall war. Und wir begleiten ihn eben einfach bei seinem Leben, bei den Dingen, die um ihn herum passieren. Und das macht für mich ja wirklich den Stil von Jeffrey Archer sehr, sehr aus. Er kann Lebensgeschichten spannend erzählen. Natürlich, und es wird ihm ja häufig vorgeworfen, wiederholt sich manches durchaus. Zumindest in der Art des Erzählens, da muss ich den Leuten recht geben. Das ist auch, was mir durchaus immer mal ein bisschen auffällt, dass es ab und an doch mal die ein oder andere Länge hat. Er zeichnet aber Charaktere wirklich ganz wunderbar. Also er erschafft wirklich Charaktere, wo man glaubt, dass sie echte Menschen sind, dass diese Leben genauso hätten passieren können. Und indem er es eben auch in eine andere Zeit packt und nicht einfach das Jahr jetzt sozusagen nimmt, sondern 50 Jahre im Grunde zurückgeht, hat man natürlich auch davon ein bisschen was. Man erlebt so Umbrüche, die in der Geschichte passiert sind, die eben ja durchaus auch die Menschen damals bewegten. Und das finde ich eben sehr spannend, weil es ist so eine kurzweilige Zeitreise, um sich da die Vergangenheit einfach nochmal so ein bisschen vor Augen führen zu lassen. Ich mag es, wie er die Zeiten beschreibt, wie er Charaktere beschreibt, wie er uns mitnimmt, wie er auch das Zwischenmenschliche rüberbringt. Ich mag die Dialoge, die geführt werden, auch wie Charaktere handeln, welche Entscheidungen da auch vorangehen. Und diese großen Lebensgeschichten zeigen halt auch immer, dass es nicht unbedingt immer nur eine Entscheidung ist, die das ganze Leben verändert, sondern dass das Leben eben aus ganz vielen Entscheidungen im Grunde besteht und die eben immer eine direkte Auswirkung auf alles, was danach kommt, im Grunde folgt. Aber dass eben auch mal ein Fehler im Leben nicht unbedingt gleich das Schlimmste bedeutet. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie es mit William Warwick weitergeht. Fand auch den zweiten Teil sehr angenehm. Hatte, wie gesagt, vielleicht so ein, zwei Längen, wo ich so auch mal beim Hören dachte, naja, jetzt komm doch mal bitte zum nächsten Erzählpunkt. Aber ich lausche den Geschichten von Jeffrey Archer einfach unglaublich gerne und so eben natürlich auch der Warwick-Sage. Und ich hoffe, wie gesagt, dass die nächsten Teile jetzt nicht immer über ein Jahr auf sich warten lassen, weil ich dann tatsächlich schon eher dazu geneigt bin zu sagen, okay, dann warte ich eben, bis sie alle da sind und lese genügend anderes von ihm. Ich habe ja, glaube ich, auch noch 2 oder 3 Bücher hier auf dem Sub und es kommt im Januar, glaube ich, auch ein Einzelband raus. Also ich glaube, man hat zwischendurch genug zu lesen. Man muss dann nicht unbedingt immer auf den nächsten Teil warten. Ich bin da vielleicht auch einfach ein bisschen ungeduldig. Da könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch so geht, ob ihr vielleicht auch die Bände schon vorkauft, um sie dann, bevor der letzte Band kommt, zu lesen. Da können wir uns gerne mal in den Kommentaren austauschen. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und dann kommen wir zur Fantasy, wie ich sie liebe. Und zwar der Orden des Geheimen Baumes von Samantha Shannon. Das ist hier in Gelb der erste Teil. Und zwar ist das die Magierin. Der zweite Teil in Blau ist auch schon erschienen, ist bei mir auch als E-Book schon eingezogen. Und das sagt eigentlich schon sehr viel über dieses Buch aus. Es ist mein erstes Buch von Samantha Shannon. Ich habe noch The Bone Seasons hier und weiß tatsächlich auch noch gar nicht, warum ich noch nicht dazu gegriffen habe. Aber hier konnte ich dann nicht widerstehen. Man muss dazu sagen, im Englischen ist das eigentlich ein Einzelband. Das heißt, im Deutschen wurde er relativ mittig gesplittet. Darüber kann man, glaube ich, auch ganze Videos drehen und seine Gedanken dazu äußern. Ich bin nicht der größte Fan davon, weil man eben auch besonders immer merkt, dass die Geschichte an der Stelle endet, wo es eigentlich gar keinen Sinn macht. Wo natürlich auch der Spannungsbogen an einer ganz anderen Stelle ist, als wenn es so geplant gewesen wäre. Aber nichtsdestotrotz, ich habe den zweiten Band hier. Es wird jetzt zeitnah damit weitergehen und ich freue mich da auf jeden Fall. Ich habe irgendwie jetzt auch gelesen, dass wohl die Autorin plant, die Geschichte, diese Welt doch irgendwie noch weiterzuführen. Also vielleicht gibt es dann auch noch weitere Bücher in dieser Richtung. Aber um was geht's eigentlich in dieser High-Fantasy-Geschichte? Wir begleiten ja im Grunde einflussreiche Frauen in einer großen und auch uns unbekannten Welt. Wir befinden uns in Innis und dort erhalten wir durch verschiedenste Perspektiven wirklich sehr gute Einblicke in die Welt, in die Glaubensrichtungen, in die Charaktere und auch, wie im Grunde diese Welt auch so ein bisschen gespalten ist. Denn zum einen haben wir im Westen eher den Glauben daran, dass Drachen etwas Böses sind, etwas Grausames und Gefährliches sind. Und das ist man überhaupt kein Fan von Drachen, sondern hält sie tatsächlich für Bestien und man möchte sie eher loswerden und bekämpfen. Während dagegen im Grunde im Osten die Drachen
ja, verehrt werden, man auch Drachenreiter werden möchte und man diese Geschöpfe tatsächlich auch um Rat fragt, was im Grunde Politik und Ähnliches angeht. Und ja, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und das bringt auch so ein bisschen die Spaltung des Landes sozusagen mit sich, beziehungsweise ja, erzählt natürlich auch ursprüngliche Geschichten, woher dieser Hass kommt oder woher diese Verehrung kommt. Und man merkt recht schnell, dass ja, manches eben einfach nur eine Art des Übertragens einer Geschichte ist und manchmal sogar die gleiche Geschichte einfach unterschiedlich interpretiert wird, nenne ich es jetzt mal. Ja, wir treffen unter anderem zum Beispiel auf Tane. Sie ist eine Kämpferin und möchte eben Drachenreiterin werden, hat aber in ihrer Vergangenheit jetzt etwas getan, was unter Strafe steht. Sie hat nämlich einen Flüchtling aufgenommen und ihm weitergeholfen und ja, das scheint sie vielleicht so ein bisschen zu verfolgen, aber wir begleiten sie bei ihren Prüfungen und ja, auch beim Ankommen bei den Drachen und das fand ich wirklich auch ein Erzählzweig, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Zudem haben wir dann auf der anderen Landseite sozusagen Königin Sabran, sind hier also am königlichen Hof und wir erfahren hier auch so ein bisschen die Traditionen an diesem Hof, also dass die Königin immer eine Tochter gebärt, dass die dann eben auch immer Königin wird und solange ja im Grunde dieses Fortschreiten der Königslinie funktioniert, ist man im Grunde dort dann auch sicher vor den Drachen. Und das ist tatsächlich auch die Aufgabe von Sabran, eben für Nachwuchs zu sorgen. Und das ist schon für eine etwas modernere Königin, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den Stand der Frauen von heute bei uns hat, aber durchaus denkt, ich bin doch hier nicht nur eine Gebärmaschine, ja, ist das schon tatsächlich sehr, sehr schwierig. Zudem werden hier auch immer wieder Anschläge auf sie verübt, denn es gibt eben Leute in ihrem Reich, die die Drachen durchaus fürchten und sagen, oh Gott, wir müssen uns ihnen untergeben und nicht gegen sie kämpfen. Aber Sabran möchte da eben dagegen vorgehen. Auch am königlichen Hofe treffen wir auf die Zofe Eert, die allerdings ein Geheimnis hat, denn ja, sie ist nicht einfach eine Zofe, irgendeine ja, dahergelaufene, sage ich mal, sondern sie hat magische Kräfte und kann eben Magie wirken und ist ja auch unter ganz speziellen Gründen am Hofe von Sabran und soll die Königin da eben beschützen. Denn es treten immer wieder ja, Terroranschläge an sie auf und ja, das muss sie ihr zur Seite stehen. Und ja, wir erleben diese Geschichte so mit diesem Blickwinkel. Wir haben auch einen männlichen Part von Lot, ja, der auf der Suche nach etwas ist. Und haben wirklich so einen wunderbaren Umblick. Ja. Zudem steht eben kurz davor, dass der namenlose eine zurück auf ja, die Erde kommt, dass das Böse wieder ja, an Kraft gewinnt und dass die ewige lange Dunkelheit anhalten wird. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja alles nichts Neues. Es klingt irgendwie mit den Drachen wie das Lied von Eis und Feuer. Wir haben hier ja, natürlich auch so Ränkereien um den Thron und wir haben gleichzeitig natürlich auch irgendwie so eine Heldenreise, was vielleicht auch an den Herrn der Ringe erinnert. Und ja, ich kann dem nur zustimmen. Es ist irgendwie so ähnlich, ganz klar. Überhaupt keine Frage, es ist High Fantasy, es gibt Drachen, da wird es immer irgendwie einen Bezug geben zu den Geschichten, in denen es eben auch Drachen gibt. Aber was ich sagen möchte, ist tatsächlich, dass dieses Buch alleine unglaublich gut ist, dass es wunderbar funktioniert, dass ich finde, dass Samantha Shannon eine Welt erfunden hat, auch diese Spaltung des Landes, Drachen in den Fokus gestellt hat und auch Magie. Ich finde das großartig. Mir hat das unglaublichen Spaß gemacht. Es ist wirklich für mich ein Highlight-Buch, weil ich die Geschichte toll fand. Ich fand sie wahnsinnig gut erzählt. Ich fand sie sprachlich, ja, im Grunde wirklich eine Wucht. Denn sie ist bildhaft, sie ist detailreich, wir sehen die Welt von verschiedenen Blickwinkeln, wir bekommen verschiedenste Länderwinkel gezeigt und darüber erzählt und ich fand das wirklich einfach unglaublich großartig. Und wir haben eben diese Charaktere, die wir begleiten, die uns eben diese Welt nahe bringen, gleichzeitig natürlich auch das, wovon sie überzeugt sind und so lernen wir wirklich, ja, so diese Welt kennen und das wirklich mit ganz, ganz tollen Einblicken in diese Welt, wie sie Samantha Shannon geschafft hat. Die Perspektivenlänge ist dabei relativ unterschiedlich. Wir sind manchmal relativ lange bei einer Perspektive, dann wechseln wir auch einfach mal nur kurz ja, zu einer anderen hin. Ich mochte das sehr gerne, dass es so ein bisschen unvorhersehbarer war, dass es nicht eine gewisse Reihenfolge hatte. Und ich finde, dass Samantha Shannon es wirklich geschafft hat, das wunderbar ausgeglichen zu erzählen und uns wirklich so
ja, das Interesse zu wecken an der Perspektive, immer wieder gemein geendet hat mit offenen Themen und man dann im Grunde immer wieder gespannt war, dass man zu der gerade gelesenen Perspektive zurückkommt. Es gibt eine große, faszinierende und auch wirklich opulente Welt, die hier geschaffen wurde, und das finde ich wirklich episch. Das macht mir unglaublichen Spaß und ich merke, besonders fand ich jetzt in diesem Jahr sehr häufig, wie sehr es mich zu Fantasy zieht und wie wohl ich mich einfach immer in diesem Genre fühle. Und ja, ich freue mich jetzt hier definitiv auch schon mega auf den zweiten Teil. Neben den Drachen, die jetzt vielleicht tatsächlich gar nicht so im Fokus stehen, wie man es vielleicht sich wünscht oder erwartet, gibt es aber auch noch andere mythische Figuren. Wir haben Basilisken, wir haben auch Piraten zum Beispiel, die unterwegs sind. Und es gibt auch eine Krankheit, die rote Seuche, die natürlich auch gewisse Ähnlichkeiten mit Krankheiten in unserer Welt sozusagen ja, vorweist. Und ja, man da natürlich auch zwangsläufig so ein bisschen an die gerade ja, Pandemie sozusagen denken musste. Und ja, da durchaus, ja, wobei geschrieben wurde das Buch jetzt in den letzten 3 Jahren, so steht es in der Danksagung. Und das merkt man dem Buch auch an. Also diese Schwere, diese, ja, auch wirklich dieses Verbissene, da dran zu bleiben, diese Welt zu erschaffen, das schreibt man eben wahrscheinlich tatsächlich nicht in einem Monat oder 6. Also ich fand das wirklich großartig. Ich muss, trotz dass es ein Highlight ist, so einen kleinen Kritikpunkt der Übersetzung geben. Und zwar war ich direkt zu Anfang ein bisschen irritiert, dass hier jemand nach seinem Anwalt gerufen hat. Und ich so im Moment dachte, in einer eher mittelalterlich angehauchten Welt hat man vielleicht nach seinem Verteidiger gerufen oder aber nicht nach seinem Anwalt. Und dann gab es etwas, da habe ich wirklich einen Moment gebraucht, denn da gibt es eben 2 Leute, die gehen auf Reisen und machen Honigmond. Und im Nachgang lache ich jetzt über mich selbst tatsächlich, weil es hat echt einen Moment gebraucht, bis ich verstanden habe, dass da Honeymoon, also die Flitterwochen, gemeint waren. Und ich dachte, Honigmond? Was machen die denn jetzt mit Honigmond? Und ich habe wirklich diesen Satz 2-3 Mal gelesen. Dann dachte ich, Honeymoon, die meinen Honeymoon. Also ich muss natürlich schon sagen, so etwas wortbedeutend zu übersetzen. Also mir hat es echt, also ja, man kann darüber lachen und das mache ich auch, dass ich so lange gebraucht habe. Aber das ist natürlich dann schon, also das spricht nicht gerade für die Übersetzung, wenn man da einen Honigmond bereist. Oder ja, ich kriege den Satz nicht mehr zusammen. Aber alles in allem eine großartige Geschichte, die mir unglaublichen Spaß gemacht hat und ich mich mega auf Band 2 freue, ihn jetzt zu lesen, und es auch wirklich toll ist, dass er im Grunde schon da ist, dass man direkt weiterlesen kann und auch gar keine Verzögerung hat und dann eben die eine Geschichte sozusagen auch in 2 Hüben dann lesen kann. Also großartig, hat mir sehr gefallen und definitiv ein Highlight. Und ja, das letzte Buch der Woche ist dann der Thriller, den ich zusammen mit der lieben Anka gelesen habe, und zwar mein erster Wulf Dorn, und zwar ist es Kalte Stille. Ich habe ja die Kurzgeschichte in dem Krimi-Thriller-Band, den Sebastian Fitzek herausgegeben hat, sehr, sehr gemocht. Das war definitiv einer der Highlight-Krimi-Thriller, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und die liebe Anka hat dann ja, mir so ihre ja, 2, 3 Favoriten erzählt, und Kalte Stille war einer davon, den ich auch mir auf die Wunschliste gepackt hatte und dann, ich glaube, gebraucht beim Mediamops Rebuy irgendwo mitbestellt hatte. Und dann haben wir den zusammen gelesen. Für Anka war es ein Reread. Sie hat sich tatsächlich gar nicht mehr an so viel erinnert, was ich ganz gut fand. Und sie hat es dann auch gehört. Und ja, so haben wir uns dann in der Woche auch wunderbar ausgetauscht. Ich möchte vorab eine kleine Warnung geben in Bezug auf das gekürzte Hörbuch. Anka hat wohl, glaube ich, über BookBeat gehört. Da gab es nur die gekürzte Fassung. Das war ihr aber, wie sie angefangen hat, gar nicht so bewusst. Ist ja immer wieder ein Problem, wie ich finde, bei BookBeat, dass das nicht gut gekennzeichnet war. Zumindest in dem Probemonat, wo ich das mal ausprobiert hatte. Aber wir haben gemerkt, dass zum Teil doch wichtige Dinge und auch ganze Kapitel gefehlt haben. Also ich habe ja mal gehört, dass viele sagen, gekürztes Hörbuch, da lässt man so Dinge weg wie blub, 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 sagte er, meinte er, fragte er, was für mich eigentlich noch gar keine Kürzung an und für sich wäre. Hier ist es wirklich tatsächlich so, dass es das Kapitel gefehlt haben, weil wir im Austausch gemerkt haben, dass ich manchmal von Dingen gesprochen habe, wo Anka meinte, das habe ich überhaupt nicht gehört. Und dann wohl tatsächlich auch die Kapitel gar nicht so
das funktioniert hat, weil manchmal das Ende meines Kapitels sozusagen bei ihrem Hörbuch gar nicht da war. Oder ja, also da vielleicht eine Warnung. Ich glaube, wenn man es nicht weiß, wenn man sich nicht austauscht, fällt es einem vielleicht nicht auf. Aber hier ist es uns schon aufgefallen, dass durchaus auch Dinge, die ich erwähnenswert und besprechenswert fand, dann bei Anka gefehlt haben und sie dann im Grunde im Buch das nachgelesen hat. Aber das nur so. Vielleicht, ja, da weiß ich dann wieder, warum ich auf ungekürzte Hörbücher Wert lege. Und ja, aber gut. Na, ich glaube, man merkt es vielleicht nicht. Ich weiß, man weiß natürlich auch nicht, inwiefern dann wirklich Wichtiges weg ist, weil man es ja nicht merkt. Aber das ist uns halt hier einfach aufgefallen. Ja, wir haben hier definitiv einen Thriller, auch einen sehr blutigen Thriller. Das ist vielleicht auch mal so eine Warnung dahingehend. Es ist, glaube ich, das zweite Buch, genau, von Wulf Dorn. Und es gibt aber, glaube ich, noch ein oder zwei andere Geschichten, die so in diesem Universum sozusagen, wo eben der Protagonist auch eine Rolle spielt. Ja, wir treffen hier auf Jan, der zurück in den Ort seiner Kindheit kehrt und ja, wir erfahren so ein bisschen von seiner Geschichte, die ja Mitte der 80er gespielt hat, als er Kind war, dass er seinen Bruder im Grunde verloren hat, dass er wohl scheinbar entführt wurde, dass man nie herausfand, was denn mit ihm passiert ist. Einen Tag später hatte sein Vater einen Autounfall. Und ja, dann erfahren wir natürlich, wie so seine Kindheit aussah, was da passierte, wie er dazu kam, jetzt Psychologe zu werden. Und ja, erfahren da so ein bisschen was aus dieser Zeit, auch was ihn verfolgt, dass er immer noch sich diese Fragen stellt, warum ist das passiert, wie ist es passiert, was ist vielleicht mit seinem Bruder, lebt er noch? Und ja, so fängt er in der Klinik an, bei einem früher gut befreundeten Freund, Kollegen seines Vaters, der ihm eine Chance geben möchte an seiner Klinik. Und kaum, dass er dort auftaucht, passieren aber doch recht merkwürdige Dinge. Zum einen gibt es eine Frau, die von einer Brücke im Grunde gefühlt ihn direkt vor die Füße fällt. Man da vermutet, dass es Selbstmord ist, aber ihre Freundin und auch ihr Partner glauben da nicht so richtig dran. Gibt verschiedene andere Anzeichen, dass vielleicht irgendwas auch in der Klinik vorgefallen ist. Denn bei ja, dem guten Freund, wo er jetzt wohnt, dessen Tochter war eben auch vor über, ja dann jetzt im Grunde 35 Jahren, ja, war auch in dieser Klinik und hatte Angstzustände und ist dann irgendwann geflohen. Und auch da hat er im Grunde Erinnerungen dran. Und ja, es passieren so ein paar Merkwürdigkeiten, auch dass Zufälle manchmal zu viel. Und ja, wir verfolgen da eben Jan und was es mit diesen merkwürdigen Fällen auch so ein bisschen auf sich hat und welche Geister ihn eben aus der Vergangenheit auch aufsuchen. Es war definitiv ein sehr spannender Thriller, der sprachlich unglaublich überzeugt hat. Also Wulf Dorn kann Momente beschreiben, Dialoge, Menschen in Situationen und auch ihre Gedankenformen, und das macht er sprachlich. Also poetisch ist schon irgendwie das falsche Wort im Zusammenhang mit einem Thriller, aber ich fand das absolut. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich lese hier ganz intensiv einen wunderbar lyrisch ausgearbeiteten Roman, eben mit diesem Thriller-Aspekt, aber ich fand das sprachlich wirklich sehr, sehr gelungen. Also selten einen, ja, im Grunde Psychothriller gelesen, der sprachlich mich so gefesselt und so gepackt hat und auch so schöne Wendungen und Sätze und dergleichen hatte. Also wirklich großes sprachliches Kino, das hat mir unglaublich gut gefallen. Zudem fand ich auch, dass die weiteren Nebengeschichten, die am Ende so ein bisschen zusammenführen oder ja vielleicht, dass die sehr gelungen waren, dass das sehr gut mit eingespielt war, dass man nicht immer wusste, welche Perspektive man gerade liest. Unter anderem natürlich auch die, ja, hinter der wir ganz spannungsgeladen hinterher sind. Das mochte ich auch sehr gerne, dass uns so Nebengeschichten einfach so eingeblendet wurden. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Ja, zu der Sprachlichkeit muss ich, das fand ich wirklich großes, großes Kino. Also es war auch so wortgewandt und ich mochte das. Also wenn es auch ein bisschen speziell war, ich mochte es wirklich sehr gerne. Meine Kritik ein bisschen an dem Buch ist, dass es zu viele Tode gab. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, es ist ein Thriller, es ist ein Psychothriller, es ist irgendwie, es wirkt schon blutig, da gebe ich recht, aber es sind mir fast persönlich zu viele Zufälle gewesen, die alle passierten im Zusammenhang mit Jan, dass wir so viele Tode haben und zum Teil auch sehr viele Leute haben, die Selbstmord begehen. Und ich fand es fast ein bisschen unsensibel, wie darüber geschrieben wurde. Also ich fand das tatsächlich ein bisschen unschön, wie mit wenig Einfühlungsvermögen man auf dieses Thema eingewirkt hat. Und
Ja, ich fand das ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe mich da ein bisschen unwohl gefühlt. Also es gab wirklich Leseabschnitte, da waren auf den 50, 60 Seiten zwei, drei Tote. Und ja, natürlich ist es geballt, weil man das in einem Leseabschnitt liest. Aber ja, ich weiß nicht, ich fand das manchmal des Zufalls zu viel. Und für mich hätte es auch gar nicht so viele Tote tatsächlich gebraucht. Auch noch so ein Kritikpunkt ist für mich auch ein bisschen das Ende. Ich wäre persönlich nie darauf gekommen und es ist etwas, was ich tatsächlich nicht ganz so schön finde, was ich ja auch bei Sebastian Fitzek oftmals nicht schön finde, dass es fünf Wendungen gibt, die keiner irgendwie greifen kann, die total absurd sind, damit man nur ein überraschendes Ende hat. Und so ein bisschen war das bei Wolf Dorn auch so. Zudem hat auch unser Protagonist manchmal sehr naiv gehandelt, wo ich dachte, ach Junge, nee, das nehme ich dir einfach nicht ab. Und das fand ich tatsächlich dann ein bisschen schwierig. Also es war tatsächlich am Ende auch nicht so mein Ende, aber es wird nicht mein letzter Dorn gewesen sein. Und da hat die Post geklingelt, aber ja, es war nur tatsächlich die Post. Ja, jetzt weiß ich aber leider tatsächlich gar nicht mehr, wo ich so gehangen war. Ja, das ist nicht mein letzter Dorn, es war, glaube ich, so ziemlich mein letzter Satz. Ich möchte unbedingt weiter noch einen Thriller von ihm lesen, weil ich eben das sprachlich wirklich großartig fand und da wirklich meinen Spaß hatte. Und ja, also wenn ihr Empfehlungen habt von Wolf Dorn, dann immer gerne in die Kommentare, da würde ich mich auf jeden Fall auch freuen. Ja, und das waren sie jetzt, die drei Bücher der Woche. Ihr findet sie alle unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr noch ein paar mehr Infos wollt. Da findet ihr auch mein Instagram, mein Lovelybooks-Account und so weiter. Ja, schaut da gerne mal vorbei. Ja, serientechnisch habe ich dann auf Netflix Dash und Lily beendet. Da hatte ich ja in der Vorwoche schon ein bisschen angefangen. Das ist ja die Buchverfilmung von dem Roman von Rachel Cohn und David Levithan. Den habe ich ja im letzten Jahr um die Weihnachtszeit gelesen und fand den richtig, richtig schön. Denn wir haben hier einen absoluten Weihnachtsmuffel und im Grunde ein junges Mädchen, das Weihnachten abgöttisch liebt. Und beide tauschen sich über ein Notizbuch aus und stellen sich dann eben auch Aufgaben, die so ein bisschen out ihrer Komfortzone sind. Und ja, es hat großen Spaß gemacht, die Geschichte zu lesen. Und ich fand sie tatsächlich auch im Bilde sehr, sehr gelungen. Ich fand, die Atmosphäre von New York war richtig gut eingefangen. Auch die Charaktere haben mir Freude gemacht. Es ist eine Jugendserie, sie wirkt auch sehr jugendlich. Ich fand das aber überhaupt nicht schlimm. Ich fand das sehr unterhaltsam. Die Folgen, ich glaube, es waren 8 oder 9 oder 10, ich weiß nicht mehr, haben immer so eine halbe Stunde gedauert. Und das konnte man natürlich gefühlt wirklich weginhalieren, wie nichts anderes. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat mich gut unterhalten, es hat mich so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht. Und ich freue mich jetzt definitiv auch auf die weiteren Weihnachtsfilme, die ich mir vorgenommen habe. Und ja, hat Spaß gemacht, kann ich empfehlen, jetzt gerade auch in der Weihnachtszeit. Ich kann aber natürlich auch das Buch empfehlen. Es gibt, glaube ich, vom Buch auch eine Fortsetzung. Und ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass man wohl eine zweite Staffel plant. Man kann aber so viel sagen, dass die erste Staffel definitiv ein abschließendes Ende hat und für mich auch absolut ausreichend ist, denn es hat für mich ein sehr schönes Ende. Und ja, ich denke, dass das zweite Buch und dann auch die zweite Staffel nur die Geschichte weitererzählen würden. Ja, ansonsten ist jetzt ab Dienstag der Adventskalender online mit meinen Buch-Highlights. Ich habe schon fleißig gedreht, geschnitten und hochgeladen und habe noch so ein paar Türchen offen, um mir natürlich jetzt Highlights, die im November und Dezember dazu kommen, auch noch ein bisschen offen zu lassen und wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Spaß. Freue mich auch selbst auf Adventskalender-Videos, die jetzt so kommen. An echten Adventskalendern habe ich einen vom Balea geschenkt bekommen, auf den ich mich freue. Ich habe ganz klassisch auch einen Tee-Adventskalender. Finde das natürlich jetzt im Homeoffice mega, dass meine erste Tasse morgens jetzt sozusagen auch der Tee-Adventskalender ist und nicht immer erst abends getrunken wird wie sonst. Und ich habe auch noch einen kleinen selbstgemachten Kalender mit so achtsamen Themen pro Tag und ja, auf den freue ich mich auch schon sehr und ja, glaube, bin dahingehend ganz gut ausgestattet und freue mich natürlich auch auf die Videos. Ich glaube, weiteres gab es in dieser Bücherwoche selbst jetzt gar nicht. Nein, nicht, dass ich jetzt mich erinnere. Nein, ich glaube nicht. Es gibt jetzt einiges, was ich aus der Woche noch erzählen könnte. Das erzähle ich euch aber natürlich erst nächste Woche. Ja, das waren die Bücher, das war die Serie und ich bin sehr gespannt, was ihr vielleicht gerade lest, welche Weihnachts-Winterbücher ihr euch vielleicht vorgenommen habt. Lasst mich das gerne wissen, würde ich mich sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und einen schönen ersten Advent. Und lasst es euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.